Herzlich willkommen bei Online Physiotherapie. Heute geht es in dem Video um eine klassische Fehlhaltung im Sitzen, einen sogenannten Geierhals. Also die Bezeichnung Geierhals finde ich ganz unglücklich. Es geht eigentlich wirklich um eine Fehlhaltung, aber ich habe trotzdem mal den Begriff mit aufgenommen, auch wenn es kein medizinischer Begriff ist. Es soll nichts anderes darstellen wie eine Fehlhaltung, wie sie eben ganz, ganz häufig vorkommt und auch nachher zu Problemen, gerade im Bereich Schulter-Nackenbereich führen kann. Biggie, ich stelle mal die Biggie so ein, sie macht einen Rundrücken, also den hier, das ist der Bereich der Brustwirbelsäule, der ist eigentlich zu rund eingestellt. Und jetzt hat man ja trotzdem das Bestreben, nach vorne zu schauen. Genau, und der Kopf ist eigentlich zu weit nach vorne rausgeschoben, der Blick gerade ausgerichtet. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass hier in diesem Übergang hier eine große Belastung ist. Alles, was in Richtung die Gelenke der Wirbelsäule, die Bandscheiben, eine maximale Spannung der Muskulatur, die dann verhärtet. Also eine ganz ungünstige Position, was eben auf Dauer zu Problemen und Schmerzen führen kann. Du darfst wieder raus aus deiner Stellung. Ja, und das kennen wir auch, vor allem gerade der Tätigkeit, jetzt mal gerade am Bildschirm, gibt es das nicht selten, aber auch Radfahrer, ist genauso, der Rücken ist rund, auch in einer sitzenden Position und der muss ja trotzdem nach vorne schauen, da hat er auch diese Belastung. Oder nicht selten, wenn man schlecht sieht, also auch nochmal vielleicht Bildschirmarbeit, daran denken, vielleicht braucht man auch eine Brille, weil man sich so konzentriert und da genau schauen muss, oder die schon vorhandene Brille ist nicht mehr korrekt von den Werten eingestellt, genau, oder überhaupt, der Arbeitsplatz ist nicht ideal, also Bürostuhl, der Arbeitstisch und der Bildschirm haben nicht die optimale ergonomische Einstellung. Und jetzt möchte ich dir 4 Übungen zeigen, wie du eben ganz effektiv an dieser Fehlhaltung arbeiten kannst. Wir beginnen jetzt mit der ersten Übung. Und wir korrigieren die Kopfposition. Dazu setzt du dich auch aufrecht hin. Voraussetzung, genau, dass du hier gut aufgerichtet bist, im Bereich von der Brustwirbelsäule. Und du bewegst den Kopf jetzt als gerades, wie so auf einer Schiene, mal nach vorne, eigentlich etwas in die Fehlhaltung. Gut. Und jetzt geht der Weg zurück in die Position, dass wir hinten etwas aufdehnen. Genau. Und wieder, der Kopf bewegt nach vorne. Er denkt so, wie wenn der Kopf auf einer Schiene bewegt, gerade. Und das Gleiche geht wieder zurück in diese Streckung. Hier, gut. Biggie, nimmst du mal dazu deine Fingerspitze und legst die mal so genau zwischen, genau ins Kinn. Gut, so kannst du auch direkt mitmachen. Die bewegen, jetzt geht es nach vorne. Ein Stückchen, gut. Und jetzt kommt der wichtige Weg nach hinten. Das ist das Wichtige. Schub nach hinten und das, ihr achtet drauf, der Blick, oder du achtest drauf, der Blick bleibt gerade, die Nase geht nicht nach unten oder oben, genau, und in dieser aufgedehnten Stellung bleibt man 5 bis 10 Sekunden und dann geht es wieder raus aus der Position. Und dann direkt wieder nach hinten schieben und wieder die Endstellung halten, genau, und wieder ein Stückchen vor. Diese Fingerspitzen, die helfen ein bisschen von der Schubrichtung und die können zum Schluss sogar ein bisschen einen leichten Überdruck nach hinten geben. Genau, und dann bleibt man wieder. Wie gesagt, so die 5 bis 10 Sekunden halten und wieder raus. Und das machen wir mal so 10-mal hintereinander, dann hat man schon eine schöne Korrektur eben von Brust- und Halswirbelsäule. Gut, stoppen. Jawohl. Da machen wir direkt eine Dehnung. Natürlich auch wieder in einer gut aufgerichteten Stellung. Das Kinn nimmst du mal so weit wie möglich Richtung Brust, bleibst aber hier aufgerichtet, faltest die Hände und legst die an den Hinterkopf. Genau, oder oben drauf. Ja, bleibst hier aufgerichtet. So, und die Hände, das ist jetzt wie so ein Briefbeschwerer. Die geben ein bisschen Zug nach unten. Das muss auch nicht übertrieben sein. Also wirklich, der Kopf ist ja schon, Kinn Richtung Brust, die Hände kommen drauf und geben jetzt eben dieser Briefbeschwerer, gibt noch ein bisschen Druck, sodass es im
hinteren oberen Nackenbereich zu einer Dehnung kommt. Haben wir auch schon öfters in den Videos gezeigt, kann man auch an der Wand schön machen. Aber jetzt mal hier gerade in der sitzenden Position. Da bleibt man circa eine Minute, löst dann diese Dehnung wieder auf, geht wieder raus und macht es zweimal hintereinander. Für die nächste Übung legst du dich auf den Rücken. Das ist eine Stabilisationsübung, eine ganz anspruchsvolle. Da stellst du auch beide Beine auf. Gut, und so wie vorher im Sitzen, bei der ersten Übung, machst du so einen Schub nach hinten etwas. Dabei passiert Folgendes, also zum einen geht die Halswirbelsäule nach hinten, das Kinn geht tendenziell jetzt auch ein bisschen Richtung Brust. Und in dieser Position, oder die behältst du bei und hebst jetzt den Kopf aber wirklich ganz minimal nur ab vom Boden. Also geht es wirklich um einen Millimeter, um zwei Millimeter. Ganz, ganz minimal leicht machen und dann geht es wieder zurück. Wieder ablegen. Biggie hat super vorgemacht. Das machen wir nochmal. Zunächst Kopf locker, ganz entspannt. Jetzt kommt dieser Schub nach hinten, genau in diese Richtung. Das soll so bleiben. Und jetzt den Kopf ganz, ganz, ganz minimal abheben. Das ist also wirklich ganz, ganz wenig. Trotzdem noch versuchen, weiter zu atmen und dann wieder ablegen. Also eine anspruchsvolle Übung, dass man sie ganz korrekt ausführt, aber eine wunderbare Kräftigungsübung, gerade in Bezug auf diese Fehlhaltung. Entschuldigung. Und das Ganze machst du so, dass du diese Position, wenn du abhebst, diese einmal nochmal 2 mm, die circa 5 Sekunden hältst, vielleicht schaffst du sogar ein bisschen mehr und das machst du dann auch so circa 5 bis 10 Mal hintereinander. Also 10 ist schon viel, aber probier mal am Anfang 5 Wiederholungen und es dann kontinuierlich zu steigern. So, und dann zeige ich dir noch eine Übung für die Aufrichtung in Bauchlage. Eine Kräftigungsübung, darfst du gerade mal auf den Bauch drehen. Die Arme liegen neben dem Körper. Die Handinnenflächen, die drehst du Richtung Matte. Gut. Und dann beginnst du so, du nimmst als erstes beide Schultern nach hinten, so weit du kannst, dass die Schulterblätter hier zusammenkommen. Als zweites hebt der Kopf etwas ab. Dabei achtest du darauf, dass die Nase ganz senkrecht Richtung Boden schaut. Gut, und als drittes hebst du beide Arme, beide Hände ein bisschen ab. Genau, und hält. Achtest darauf, immer noch die Schulter bleiben, die Kopfstellung bleibt. Genau, und in dieser Spannungsstellung bleibst du circa 10 Sekunden und entspannst dann wieder. Lösen alles. Wir zeigen es noch einmal. Schulterblätter gehen nach hinten zusammen. Der Kopf wird abgehoben. Die Nase schwebt knapp über dem Boden. Der Blick gerade nach unten und die Hände heben leicht ab. Auch eine schöne Haltungskorrektur gegen gerade das viele Sitzen. Und gegen so eine Fehlhaltung. Auch wieder die 10 Sekunden halten. Und dann kann man das ruhig auch so, zeige ich nochmal, 7 bis 10 Mal hintereinander machen. Je nachdem vom Trainingszustand, wie es machbar ist für dich. Genau. Und wieder ganz entspannen und locker lassen. Ja. Und solche Übungen zum Korrigieren von der Haltung, zum Kräftigen, die kommen eben auch vor in unserem Präventionsprogramm. Das ist so ein Programm, das von den Krankenkassen sogar bezuschusst wird, weil es präventiv eben gut gehalten wird. Da kannst du dich auch gerne informieren in unserer Videobeschreibung. Da kommen viele solche ähnliche Übungen dann vor. Das waren jetzt mal 4 beispielhafte Übungen, die du gut für dich zu Hause durchführen kannst, gerade in Bezug von solch einer Fehlhaltung. Ich nehme nochmal das Wort im Mund, ein Geierhals, aber den erwähne ich bloß, weil viele schon auch in unseren Videos angefragt haben, was gibt es denn da für Übungen. Deswegen eigentlich auch dieses Video, also für diese Fehlhaltung, aber sind ganz gute, sinnvolle Übungen. Ich denke, die kannst du gut machen. Freue mich sehr über einen Daumen nach oben und unseren YouTube-Kanal kannst du natürlich gerne abonnieren. Wir sehen uns ein nächstes Mal. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.